Wir kurz Ihren imaginären Hut quasi wechseln vom Mitorganisator hin zum künftigen Bürgermeister von Möckers. Sie treten da ja doch in sehr große Fußstapfen. Anfang August wird es soweit sein, wenn Georg Bantl denn das Bürgermeisteramt ablegen wird. Und mit welchem Gefühl gehen Sie denn diese Aufgabe an? Es wird in 1,5 Monaten wird es soweit sein. Ja, es ist kaum vorstellbar eigentlich, dass es jetzt in 1,5 Monaten soweit sein wird, aber ich gehe mit einem unglaublich guten Gefühl an die Sache ran, weil ich natürlich auch die letzten 1,5 Jahre auch Zeit hatte, mich darauf vorzubereiten, auch mit dem Herr Bantl, mit dem aktuellen Bürgermeister, auch ja, mich in tiefem Austausch befunden habe die letzten 1,5 Jahre. Somit weiß ich jetzt, dass ich eigentlich nicht ins kalte Wasser geworfen werde, wie es eigentlich sonst schon tatsächlich normalerweise üblich ist. Und somit bin ich gut vorbereitet, habe ein super lästiges Team hinter mir mit der Gemeindevertretung, mit der ich einfach extrem gut zurechtkomme, und sie mit mir. Und wir haben, ja, also eigentlich gehe ich mit einem unglaublich guten Gefühl an die Sache, musste jetzt auch lange warten, bis es soweit kam, aber wir haben das ausgemacht und das ist auch gut so. Aber das Gefühl ist gut und ich freue mich auf diese eigentlich ja Mammutaufgabe, muss ich jetzt sagen, obwohl es eine Kleingemeinde ist. Aber du hast eine unglaubliche Verantwortung und ich bin mir dessen auch bewusst und werde alles dafür tun, dass ich es gut mache. Ich hoffe auch so gut wie der aktuelle, ja. Es war ja ursprünglich eigentlich nicht Ihr Plan, wenn man so den Listenplatz angeschaut hat. Es war ja Listenplatz 10, dann sind Sie durch die Vorzugsstimmen auf Listenplatz 2 gekommen, und in der Gemeinde ist es Usus, dass dann der Zweitplatzierte auch den Vizebürgermeister stellt. Was hat sich durch die Wahl jetzt einmal bisher für Sie verändert, auch im Alltag, in Ihrem Arbeitsalltag? Und welche großen Veränderungen oder welche Veränderungen stehen denn in Möckers an mit Ihnen als Bürgermeister? Was sich für mich verändert hat im Alltag, eigentlich momentan noch, also der Arbeitsalltag, klar, der hat sich für mich dahingehend verändert, dass ich mich nicht mehr 100% die letzten Monate auf meinen eigentlichen Job konzentrieren konnte, weil eben unter anderem das Motocross jetzt ansteht, aber eben auch ich relativ viel auch im Gemeindeamt war und mich auch schon sehr viel Zeit darin investiert habe. Und das war jetzt mein Arbeitsalltag und dann eben ab August, und deswegen freue ich mich auch drauf, weil ich mich dann zu 100% darauf fokussieren kann. Und die zweite Frage... Was für Veränderungen? Die Veränderungen, da will ich eigentlich noch gar nicht zu weit vorgreifen, aber was ich auf jeden Fall anstrebe, ist tatsächlich die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Gemeinden. Und das hat die Gemeinde Eichenberg und Möckers, sprich die zwei aktuellen Bürgermeister, auch eindrucksvoll bewiesen, wie man wir haben einen großen Bauhof zusammengebaut, ein Dorf- oder gemeindeübergreifendes Projekt, das sie in Perfektion eigentlich meines Erachtens umgesetzt haben. Und ich will darauf aufbauen. Ich bin der Meinung, dass wir als Kleingemeinde, wir haben 550, 570 Einwohner circa, einfach darauf angewiesen sind, zusammenzuarbeiten mit anderen, damit wir einfach stärker sind. Und wir haben nicht das Budget von Großstädten oder von großen Gemeinden. Das haben wir schlicht und ergreifend nicht. Und deswegen sind wir einfach meines Erachtens darauf angewiesen, viel zusammenzuarbeiten. Und welche Projekte da tatsächlich jetzt angestrebt sind, natürlich habe ich ein bisschen was im Hinterkopf, aber noch nichts Spruchreifes oder Ähnliches. Und das muss sowas mit der Gemeindevertretung besprochen werden. Ich bin ein großer Freund davon, viel zu sprechen, viel zu reden, mit den Gemeindevertretungen zusammenzuarbeiten, und deswegen wird es dann ab August irgendwann in die Richtung gehen, dass wir wirklich tatsächlich spruchreife Projekte angehen werden. Ja.